und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Mist. War wohl nix. Ja. Und du hast wirklich nichts zu tun gerade? Ah, eigentlich schon, aber. Einfach keinen Bock. Ich hab gerade irgendwie keinen Bock, die Felder zu pflügen. Ah, muss ja auch pflügen. Ja, ja. Muss auch tief. Ah, ich habe eigentlich LU beauftragt, aber LU hat ja irgendwie keine Zeit, keine Lust eher gesagt. Was ist denn bei euch los, ey? Alle keine Lust? Ich weiß es nicht. Mein. Außerdem, die Lust habe ich ja schon, nur ich habe mal gedacht, da kann ich dir auch mal helfen, ne? Ja. Edler, ja. Ich habe ja eh schon ein bisschen Raps auf Lager hier. Also. Außerdem regnet es ja jetzt und dann. Dann fährst du dir da eine Matsche zusammen, nee. Aber ganz ehrlich, ich wollte auch Tiefen lockern, ich hab's mir auch überlegt. Dann dachte ich, nee, machst du erst nach dem Regen. Naja, deswegen habe ich auch gedacht. Ist ein bisschen besser. Vor allem das Holz muss weg. Ja. So, ein oder zwei mache ich noch drauf. Dann können wir mit dem Eicher losfahren. Ja. Ist ja direkt hier um die Ecke. Ja, ich fahr aber. Du kannst laufen. Ja. Aber ich komme mit Johnny hinterher. ja, kannst du tatsächlich machen, weil je nachdem können wir ja noch was auf die Polder legen. Ja. Kannst du dann machen. Was? Hä? Ja, ja. Finde ich gut. Danke dir. Johnny springt gleich, glaube ich, nicht an. Der war erst beim Service, dann musste er da was falsch gemacht haben. Ah, weiß ich auch nicht, das ist bestimmt wieder Zündkerze oder so kaputt. Nee, das war ein anderer Johnny. Ach, da war der vom Diesel, ihr habt den gleich. Ja. Ja, spring rein. Och nee, du hast. Ey, stopp! Oh, Mist. Was denn? Ja, es regnet und du hast kein Dach. Ja, dann steig ein, ich fahr. Nein. Ja, dann jalla. Oh Gott. Oh, der geht nicht. Hasi. Guck mal. Keine Traktion. Komm mal her. Na hier, und Gang rein. Aua, Reido. Jetzt immer ein bisschen mehr Stoff hier, der Möhre. Och. Ja. Halt. Oh. Guck dir das Ding an, das ist alte Technik. Alter, Gas, mein Fuß. Oh. Pass auf, nicht, dass du nicht mehr bremsen kannst. Müssen wir Spanngurte noch festmachen. Das ist alte Technik, Volker. Das ist alte Technik. Alter. Mit dem Ding würde ich mich nicht alleine irgendwo hintrauen. Das ist alte Technik, das muss so. Ja, zum Glück geht's hier ein bisschen bergab, ey. Wie der durchdreht, ey. Oh, berghoch, ey, das wird nichts. Auf was habe ich mich da eingelassen? Oh! Ah, da wühlen. Ah, mei, das ist alte Technik, Junge. Er zieht das Ding hier hoch. Ja, aber gerade so, ich sag's dir. Asparo. Das Ding hat 75 PS. Ich hätte nicht anhalten sollen. Stoff. Tut noch was. Nee, der will nicht mehr. Der hat Feierabend. Ja. Ich glaube, du musst mal schieben. Ich schieb mal.
Was ist denn hier los? Und diese Dinger, die da in der Landschaft rumstehen. Ah, jetzt kommt ein. Ja, den kriegst du nicht ganz, ich sag's dir. Warte mal. Ja, bis dahin bin ich auch gekommen. Ah, ich bin schon mit dem Vorderreifen auf der Straße. Hätte ich mal gewettet, ey. Easy, das Ding zieht, Junge. Ich schieb hier, du Held. Ah, Mensch. Aber nur ein Spaß. Der Eicher, das schafft, ey. Das war ein Schrotthaufen. Ey. Lass mal los. Ey, das ist kein Schrotthaufen, du Pfeife da hinten. Oh. Das Ding in Ruhe. Ich hab das Auto... ich hab das Auto vom Diesel gemeint. Das ist alte Technik. Das Ding geht in den Begrenzer. Komisch. Das ist Full Speed. Ich sag es dir. Ja, ich schieb auch nur ein bisschen. Bremsen, das wird jetzt gleich ganz schwer. Ganz schwer. Oh. Oi. Das Ding schiebt. Oh. Alter. Das schiebt. Guck dir das an, er schiebt das rückwärts. Ich war mit 3 km/h, aber ja. Alte Technik pur. Ich feier's. Mit dem Ding kannst du jeden Fahrschüler beibringen, wie man Drehschirme fährt. Ja, fahr mal richtig hin. Einmal korrigiert hast du schon, ne? Einmal darfst du noch. Ausschnitt nochmal. Ist voll. Boah. Hast du gesehen, wie der das Ding rumgeschoben hat, ey? Heide Witzka. Bleib stehen. Das ist alte Technik, Volker. Ich sag es dir. Jo. Passt schon. Kurz vor knapp, ey.
Scheiße. Jetzt laden wir die anderen noch auf und dann muss ich mal ins Tablet gucken. Ey. Sonst vielleicht kann der Jürgen weiter aufladen und ich guck mal ins Tablet. Jo, kannst du weiter aufladen? Ich muss gerade mal was gucken. Was ist los? Kannst du mal weiter aufladen? Ich muss gucken. Gerade mal das Tablet durchgucken, wegen E-Mails und so. Kann ich machen. Danke. Let's go, Ladies Fall. Kriegt man aber auch nichts mehr raus. Skole, Gattern. Gattern braucht Wasser. Hatte ich nicht schon längst Wasser bestellt? Ich hatte doch bei Let Player schon vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, Wasser bestellt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, Viechzeug brauchen wir. Viechzeug. Palettenproduktion ist leer. Papierproduktion ist voll, das ist klar. Sägewerk. Sägewerk arbeitet. Okay, jetzt kann man telefonieren. Ein Blaubeer. Hallo. Hallo, Freunde. Hier. Grüß dich. Du, ich wollte mal nachschauen, nachfragen, wie es denn aussieht. Warte mal, ich muss mal gerade hier unter dem Baum stehen. Es regnet ein bisschen zu doll. Wie es denn ausschaut, ob ihr ein paar Tierchen zum Abgeben hättet? Ein paar Tierchen? Ja, so Kühe. Ja. Warte, ich schau mal eben. Weil die wie bräuchtest du denn? Ja, wie viel hast du denn? Ja, so 10 könnte ich abgeben. Oh, so viel. Was kosten die? Da müsste ich mal kurz Rücksprache mit meinem Bruder halten. Kann ich dich gleich zurückrufen oder er dich? Ja, gerne. Einfach an durchklingeln. Alles klar. Gut, ja. Warte mal kurz. Muss mal gerade gucken, ob ich. Hä? Ja, nee, ruf einfach an. Alles klar. Gut, danke. Tschüss. Bis später, ciao. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? 20.000. Bin ich mal gespannt, was die mir für ein Angebot machen. So, aber für heute war es das erstmal schon wieder. Wir räumen hier noch die Bäumchen zusammen und dann schauen wir weiter.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.